Seit fast 2 Jahrzehnten liefert die Momac individuelle Automatisierungslösungen für die Stahlindustrie bis hin zur Lebensmittelindustrie. Wir haben immer unterschiedliche Anfragen vom Kunden für dessen Projekte und unsere Lösungen sind genauso individuell wie die Anforderungen. Wir arbeiten gerne mit den Sensoriken und den 3D-Kamerasystemen, Vision-Systemen von IFM zusammen, gerade im Bereich der Objekterkennung. IFM ist uns da immer ein starker Partner, auch wenn es schon im Angebotsstadium geht, Kamerasysteme oder Sensoriken auszulegen, um für unseren Kunden die bestmöglichste Anwendung zu finden. Die Besonderheit bei uns, wenn wir Projekte planen, ist eigentlich die virtuelle Inbetriebnahme. Wir planen all unsere Roboteranlagen in einer Simulation. Damit fangen wir schon im Angebotsstadium an, um den Kunden die Applikation näher zu bringen, die Anlage anzustarten und damit auch dem Kunden und uns natürlich ein sicheres Gefühl zu geben, dass alle Abläufe getestet wurden. Wir sehen da einen ganz großen Mehrwert drin in der Arbeit mit der virtuellen Welt, mit 3D-Zwillingen, weil man da einfach alle Möglichkeiten hat, die Anlagen zu testen. Und gerade in unserem letzten Projekt, wo wir Kartonagen erkannt haben mit dem O3D-Sensor, war das schon irgendwo so eine Art Sonderentwicklung von der Programmierung her, von den Anwendungen, die wir da halt gelöst haben. Und während des kompletten Projektstadiums, eigentlich von der Angebotsanfrage bis zur Auslieferung zum Kunden, hat uns IFM da immer supportet und unterstützt. Ich begrüße Sie hier in meiner virtuellen Welt. Wir stehen hier vor einer Ihrer Roboterzellen, die Sie gebaut haben. Erklären Sie mir kurz, was macht die Zelle im Detail? Ja, das ist eine Zelle, wo Butterkartons auf Paletten zugefördert werden. Und die Aufgabe der Roboter ist, diese Kartons zu depalettieren. Wir haben also im Einlauf Sensorik verbaut, die zum einen die eingeführten Paletten einmal überprüft, inwieweit die automatisierungsgerecht sind oder so weit deformiert, dass es nicht möglich ist. Dann fahren die Paletten entsprechend zu den Depalettierplätzen der Roboter. Dort werden sie dann über einen Greifer depalettiert und anschließend vereinzelt auf eine Fördertechnik abgelegt. Das ist Stand heute. Wie war es denn vorher? Der Kunde hatte eine in die Jahre gekommene Bestandsanlage und er wollte da dementsprechend zum einen ein Retrofit durchführen und aber auch die Produktionsleistung insgesamt erhöhen. Dementsprechend wurde das Projekt bei uns in 3 Stufen aufgegliedert. Die erste Stufe bestand darin, dass ein weiterer neuer Roboter, also eine neue Linie, installiert wurde, wo auch anschließend die Kartons automatisiert entfernt worden sind. Im zweiten Step wurde dann der alte Roboter zurückgebaut und wieder durch einen neuen Roboter ersetzt. Und im dritten Schritt haben wir die Gesamtproduktion einfach nochmal gesteigert. Das hört sich ja jetzt relativ einfach an. Mit welchen Herausforderungen mussten Sie während des Projekts leben? Die größte Herausforderung war, dass der Kunde im Prinzip keinen großen Produktionsstillstand eingeräumt hat. Da kam uns zugute, dass wir die ganze Zelle und die Erweiterung der Halle und des Aufbaus halt vorab schon simuliert haben. Jetzt tauchen wir mal etwas tiefer in die Roboterzelle, in die einzelnen Anlagenteile ein. Welche Aufgaben übernehmen die Sensoren in dieser Zelle? Ja, wir haben hier verschiedene Sensoren verbaut. Im Einlaufbereich haben wir Distanzsensoren, die überprüfen, inwieweit die Transportpaletten automatisierungsgerecht sind. Wir haben dann an den Roboter, ursprünglich an den Robotergreifern, für jeden Karton 2 Sensoren, sprich in Summe 8 Distanzsensoren verbaut, um die Kanten zu detektieren. Diese werden alle über einen IO-Link Master eingesammelt und entsprechend dann die Daten verarbeitet. Und zum Schluss haben wir letztendlich als Synergie noch daraus gewonnen. Wir stapeln die Leerpaletten entsprechend auch wieder auf, damit diese über einen Container zurückverschifft werden können. Um dann die Qualität der Paletten zu erkennen, haben wir auch einen 3D-Vision-Sensor eingesetzt. Das heißt, es war also nicht nur eine Erfahrung für diese spezielle Zelle, sondern Sie konnten es auch auf weitere Zellen, auf weitere Kundenaufträge übertragen. Ja, also auch für nachfolgende Projekte, wo wir vor Depalettierungsaufgaben standen, haben wir die 3D-Vision-Sensoren einsetzen können. Wie war Ihre Erfahrung mit der IFM in der kompletten Projektphase? Von Anfang an sehr gut. Wir haben einen sehr guten Draht und eine enge Verbindung auf technischer Ebene. Aber auch Jobs auf den 3D-Vision-Sensoren sind also sehr hilfreich für die Inbetriebnahme. Und bei Problemen ist IFM aber auch mit einem guten Service immer auf programmierter Ebene auch dabei gewesen. Herr Heistermann, es war wirklich sehr spannend, so tief in eine Ihrer Anlagen einzutauchen. Ich freue mich auch in Zukunft auf weitere tolle Projekte mit Ihnen.